Hallo und herzlich willkommen, ihr frettchenverrückten Menschen auf dieser Welt. Oder die das noch werden wollen. Mein Name ist Patrick Hallert und ich bin von der Frettchenhilfe Bremen. Ja, heute bin ich hierher gereist nach Alfeld, um eben halt die Frettchenvilla Sternglanz zu besuchen. Die Frettchenvilla Sternglanz ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein und unsere Kommandozentrale. Ja, da die Frettchenhilfe Bremen eine Pflegestelle ist, von der Frettchenvilla Sternenglanz und unser Hauptsitz in Alfeld ist, habe ich den weiten Weg gemacht, um mal nach Alfeld zu fahren, um hier die Carmen Korga zu besuchen. Ja, sie wird uns einiges erzählen über Frettchenhaltung und Frettchenvermittlung und was unser Tierschutzverein alles so leistet in Bezug auf Frettchen. Ja, nun bin ich endlich angekommen bei meiner Chefin, die Carmen Korga. Sie mag es besonders gerne, wenn ich sie Chefin nenne, aber sie ist die Vereinsvorsitzende von der Frettchenvilla Sternenglanz. Und ja, vielleicht stellst du dich einmal vor, erzählst mal, wie du zu dem Namen gekommen bist. Frettchenvilla Sternenglanz, was heißt denn das eigentlich? Und ja, warum hast du das alles hier so aufgezogen, so groß? Ja, erstmal, ich bin Carmen Korga, bin Mama von drei Söhnen. Frettchen habe ich schon seit 93, zwischendurch mal 4-5 Jahre Pause. Ja, warum ich das so groß aufgezogen habe? Weil mir diese ganze Situation, Facebook und auch was man in so Büchern liest, alles irgendwie veraltet ist. Frettchen, man hört, viele möchten, interessieren sich, aber dann hört man in Käfige mit Katzenfutter. Und Hunde hast du auch. Und Hunde habe ich aber auch nur kurze Pflege. Die gehen auch bald wieder. Ja, die haben auch mal das Vergnügen, in der Frettchenvilla zu wohnen. Ja, und das hat mir alles irgendwie nicht, passte mir nicht. Und da, es wurden immer mehr Tiere, die ich dann aufgenommen habe und dann auch beraten habe und alles nebenbei gemacht habe. Und mal, es geht einfach ins Geld. Ne? Es sind Tiere, die sind teuer. Es sind wirklich teure Tiere. Das ist nicht, darf man nicht unterschätzen. Es ist viel Arbeit. Ja. Ne, also Stubenrein, das ist ein Sechser im Lotto. Wenn man sagt, Frettchen sind Stubenrein, dann lügt man. Mhm. Ist einfach so. Also werden nie 100% Stubenrein. Und ja, die wollen natürlich auch bespaßt werden. Ne? Also schön für jemanden, der arbeitet. Es ist, man muss sie nicht den ganzen Tag beschäftigen. Okay. Ne? Aber man muss eben schon dafür sorgen, man braucht einen guten Tierarzt, ja, das ist wichtig. Nicht jeder hat Ahnung, sogar eigentlich selten haben Tierärzte Ahnung von Frettchen. Was ja, das Frettchen ist ein Problem, wahrhaftig, Krankheiten einen betrifft. Tierarzt zu finden. Ne? Ja. Ja, und da habe ich einen Sechser im Lotto mit meiner Tierärztin. Ja. Ja. Die hat neu angefangen vor ein paar Jahren und die war auch stand auf der Homepage und dachte, ja, da zeige ich es erstmal. Ne? Mhm. Frettchen, erzählen ja alle viele, oh ja, Frettchen kennen wir uns aus und man schlägt nur die Hände vom Kopf zusammen, ne, wenn sie dann schon mit Handschuhen, dicken Handschuhen ankommen oder oh Gott, und sie war... Ja, Frettchen beißen, ja. Ja. Ganz schlimm. Die können auch beißen, also wirklich doll beißen. Ja, ne? Alle, also, ne, immer. Nein, aber wenn dem was nicht passt, dann können die schon mal. Also ich habe gehört, die beißen immer und stinken. Und stinken, ja, das ist ein Vorurteil. Nein, Frettchen beißen nicht immer und stinken auch nicht immer. Okay. Nein. Und wie hast du jetzt überprüft, ob deine Tierärztin was taugt? Ich bin einfach, habe meine 5, die ich damals hatte, eingepackt, bin zu ihr hin und habe gedacht, so. Und dann nahm sie sie gleich und untersuchte und macht und da. Ich war ganz begeistert und dachte, wow. Mhm. Ich dachte, wo haben sie das denn gelernt? Und dann sagte sie, dass sie in der TIHO gelernt hat. Ne? Mhm. Und da ist nun, Professor Dr. Fehr hat ja das Frettchenbuch geschrieben, Frettchenkrankheiten. Und so nach und nach waren wir immer, wenn irgendwie, sie hat immer eine Lösung gefunden, wenn nicht, hat sie wirklich durch die Gegend telefoniert. Wenn spezielle Fälle waren, sagt sie auch, Frau Korga, ich gucke erstmal, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also wirklich übergreifend, Hand in Hand auch mit anderen Tierärzten und das hat mich fasziniert. Da dachte ich, wow. Also die ist engagiert, guckt nicht nur in die Ohren, ins Maul. Nein, nein. Und die will dann auch mal tatsächlich einen Ultraschall machen, eine Blutentnahme machen, Kotuntersuchung machen. Ja. Und ein bisschen mehr darüber hinaus. Genau, und darüber hinaus ist sie dann wirklich, dass sie sagt, so, hier weiß ich nicht weiter, dann geht zu meinem Kollegen. Mhm. Na, auch, wir hatten ein dreibeiniges Frettchen und da war eben die Frage, Fraktur noch im Hinterbein oder nicht. Dann hat sie in Holland angerufen, da gibt es die Tierklinik für Frettchen. Mhm. Ja, hat sie sich mit denen in Kontakt aufgebaut und ne, es ist dann leider bei uns dann verstorben. Mhm.
Okay. Aber das sind so Sachen, und dadurch habe ich dann gesagt, gut, wenn ich so jemanden an der Hand habe und ich wirklich immer oder viel Alte und Krank habe, dann mache ich jetzt ein Hospiz. Es gibt es nicht so viel oder fast gar nicht. Und deswegen ist das so gut. Und sie kann, begleitet mich dann, uns dann auch dabei. Und so auch bei Abgabetiere. Es hat dann Fundtiere, Abgabetiere, die Tierheime rufen an oder eBay-Kleinanzeigen, Quakono rufen dann an. Ne? Ich wegen Allergie, wegen Schwangerschaft, wegen ne? TikTok waren sie ganz cool, aber ist es jetzt nicht mehr so lustig, haben wir doch mal gezwickt. Ja, die Zähne sind dann doch zu scharf für die. Ja, am Anfang sind sie auch ganz putzig, ne? Ja. Hüpfen die rum und kackern und muckern und spielen schön. Ja. Aber also, bedeutet doch eine Menge Arbeit mit so einem Tier, ne? Genau. Und das ist wirklich Arbeit und zeitintensiv, bis man sie auch hat, auch als Welpen. Das wird viel unterschätzt, gerade bei Anfängern. Die wollen alle Welpen haben. Die sind ja auch süß und putzig. Ja, aber nur so lange, bis sie dann wirklich mal spielen, ja? Und dann auf einmal die Zähne ins Spiel kommen. Und unerzogen sind. ja. Und dann beißen und dann wird jeder gebissen und dann im Schlaf wird gebissen. Und ja. Das ist dann schon nicht mehr ganz so lustig. Ne? Tja, ihr hört, liebe Zuschauer, sind Frettchen was für euch? Das scheint auch eine schwierige Kiste zu sein manchmal. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, weil wir sind jetzt so ein bisschen ins Plaudern gekommen und sind auch vom Weg abgekommen. Angefangen hast du mit Hospizfrettchen. Und kann das sein, dass dieser Sternenglanz auch letztendlich daraus resultiert? Ja, wir haben einen Namen gesucht. Eigentlich wollten wir Frettchenvilla Regenbrücke oder irgendwie sowas nennen. Ja. Das war so im Kopf. Aber dann hatten wir schnell mitgekriegt, dass ein Kinderhospiz in der Nähe ist. Und die haben dann, bevor ich in den Verein eingetragen habe, haben die natürlich Frettchenspielsachen gespendet gekriegt und Streu. Okay. Und andersrum genauso. Also ich konnte die Kinderspielsachen gebrauchen, aber ich fand das dann doch nicht so passend. Nee. Und wir haben dann miteinander kommuniziert. Und da ich gesagt, nee, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja. Und deswegen ist eben dieser ellenlange Name Sternenglanz. Dachte Sterne, das passt irgendwie. Und dieses Logo war dann eben mit diesen Sternen, wo das Frettchen dann in den Himmel guckt. Ja. Und das dachte ich, das passt dann eben auch. Ja, und das ist dein Ursprung. Und damit hast du ja angefangen mit Senioren und im Hospizbereich. Warst ja auch am Anfang die Einzige. Hast ja auch deinen negativen Ruf dadurch bekommen. Bei dir sterben immer nur Frettchen. Aber dass es auch eine Stelle geben muss, wo Frettchen, die schwer krank sind, die keiner mehr haben möchte, auch entsprechend versorgt werden, finde ich persönlich ganz wichtig. Ja. Und deswegen finde ich deine Arbeit auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Danke. Aber es ist ja nicht nur Hospiz, sag mal so eben so ein paar Baustellen, die du noch so mit bedienst, also Hospizarbeit, Seniorenarbeit. Beratung. Ne? Also wir gehen auch Aufklärungsarbeit in Kindergärten zum Beispiel, Schulen, ja, gehe ich mit Frettchen. Das ist mal ganz süß in den Schulen. Die haben immer so viele schöne Fragen, die Kinder. Ne? Auch bringst die Frettchen auch mit und gehst dann mit denen rein? Ja. Ach toll. Die dürfen die anfassen. Ja, ne? Also habt ihr gehört, also wenn ihr mal in der Schule seid ne, und Frettchen in der Schule haben möchtet, die Carmen kommt. Ja, also ne, unsere Biolehrer sind dann da auch wirklich flexibel und sagen, ne? Könntest du mal vorbeikommen, mache ich auch gerne. Ne? Okay. Und damit sie auch mal sehen, wie es ist, ne, dass man anfassen kann. Und dann kommt eben auch, die stinken ja gar nicht. Ne? Mhm. Ja, die sind kastriert. Ne? Und es kommen so Fragen, schlüpfen die aus Eiern oder kommen die ne, so zur Welt? Oder ich hatte auch eine Frage, wenn die bei ihnen sterben, begraben sie die dann? Ja, die begrabe ich dann. Und wenn das dann ein Bino ist, ich hatte durch Zufall ein Bino und, ein Bino und eine Iltisfee mit, wächst dann auch ein Bino-Baum? Süß. Also es ist manchmal so süß, ne? So, es kommen Fragen, also einfach niedlich. Ne? Und das sind dann so Highlights, ja, oder so Schnupperbesuche, wo man dann sagt, die möchten gerne Welpen haben und sagen, hier, sie sind Jüngere, guck mal, und wo sie sagen, boah, bin ich ja völlig überfordert, wie gut, dass ich da war. Das ist dann doch schon, die Beratung ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass man auch Schnupperbesuche macht, auch bei mehreren Leuten. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und Schnupperbesuch meint nicht nur Schnupperbesuch mal eben kurz hingehen, nein, sondern wahrhaftig die Nase mal reinstecken, ja, um diesen Vorurteil mal so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, sodass auch mal wahrhaftig an so einem Frettchen gerochen wird, geschnuppert wird. Und man stellt immer wieder fest, auch ich stelle mit meinem Frettchen das fest, jedes Frettchen riecht anders. Ja. Man kann das gar nicht so pauschalisieren, nein, ne? Und alles über einen Kamm stellen. Was hinten rauskommt bei so einem Frettchen, stinkt. Ja. Aber ich glaube, bei Ihnen stinkt es auch, bei mir stinkt es und bei allen anderen Tieren stinkt es auch, oder? Ja. Ja. So kann man das aber so sagen. Aber es hat man nicht in der Schale in der Ecke oder so, ne? Oder auf dem Fußboden. Ja, das stimmt, da muss man schon bei. Und das die Haufen sind auch kleiner, glaube ich. Zweimal am Tag sollte man da mit der Schaufel schon mal ein bisschen sammeln gehen, sonst ist es olfaktorisch ein Genuss. Ja.
So. Ja, vielen Dank für das kurze Gespräch. Jetzt zeigst du uns ja die Anlage und ich bin schon ganz gespannt, was wir hier alles sehen dürfen in der Frettchen-Villa Sternglanz in der Hauptzentrale. Ja, hier sind wir in Carmens Außenbereich gekommen von der Frettchen-Villa Sternglanz, der Hauptzentrale. Und hier hat sie ein wunderschönes Außengehege, wo die Frettchen auch von drinnen nach draußen können. Da guckt schon gerade eins hervor. Die Frettchen können frei entscheiden, ob sie rein möchten oder raus möchten. Und dann haben sie hier eben halt enorm viel Spielfläche. Und was auch sehr schön ist, eben halt so ein wunderbarer Brunnen, wo sie eben halt auch gleichzeitig draus trinken können. Und wenn es im Sommer sehr heiß wird, können sie auch eine kleine Abkühlung bekommen. Ja, die Gitter, die versperren so ein bisschen die Sicht. Also werden wir auch mal da mal reingucken. So, liebe Carmen, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Das ist aber eine schöne Umgebung, die du hier hast. Ja, das ist unser Außengehege. Hat mein Mann gebaut, extra für unsere eigenen Tiere. Wir haben noch 10 eigene Frettchen. Echt? Aber das ist doch kein Frettchen da, oder? Machst du dir mal vorstellen? Doch, das ist ein Frettchen. Das ist unser Leroy. Genau. Leroy, aber der Leroy in der Hand hält, ist doch kein Frettchen. Der junge Mann, der taucht gerade plötzlich auf. Das ist mein kleiner Sohn, unser Frettchenflüsterer. Ja, also er hat die Macke von Mama geerbt. Er geht da voll drin auf und hat sich auch letztes Jahr, wollte er unbedingt mal selber Welpen haben, sodass wir zu einer Züchterin gefahren sind. Mhm. Und auch Leroy ist ein Langhaarfrettchen, was wir von einer Züchterin gekauft haben. Und ja, wie gesagt, mein Kleiner ist da voll mit Herzblut dabei. Er macht eigentlich alles, ob es mit Futter ist, ob es mit Saubermachen ist. Und übernachten im Kellergehege. Im Kellergehege, genau. Da schläft er ja mit dem Frettchen, ne? Genau, da haben wir ihn. Da haben wir ihn gefunden, ja, schlafen im Gehege. Und wie findest du das, dass deine Mutter so viele Frettchen hat? Gut. Ja, macht dir das Spaß? Ich wünschte, ich hätte noch mehr. Noch mehr? Aber hier sind doch schon so viele. Nicht genug. Nicht genug. Okay, also das ist hier dein Außengehege und du hast da so einen schönen Wasserfall. Genau. Mensch, wird er auch genutzt? Und ja, manchmal springen sie rein, manchmal trinken sie nur raus. Ja. Also je nachdem, wie sie Lust und Laune haben. Manche mögen Wasser, manche gar nicht. Ja. Und ist auch beleuchtet. Echt? Ja. Abends dann. Genau, abends ist es dann beleuchtet. Ja. Und so, dass immer wirklich sie hier toben können. Mhm. Wir haben es extra naturgetreu gelassen, weil wir hatten mal Hybriden. Ja, also die sind ja ordentlich auf Randale aus. Genau, deswegen, die gingen auch nur im Außengehege, weil in der Wohnung sind die gar nicht haltbar. Ja. Deswegen finde ich es absoluter Blödsinn, wenn man sagt, man muss oder man sollte den Iltis, den Ur-Iltis, wieder ins Frettchen reinkreuzen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Ja. Weil sie leben einfach in zwei Welten, ja. Ein Haustier und ein Wildtier verpaart man einfach nicht. Wer auf diese Idee kommt, der ist einfach nur krank. Entschuldigung, ist einfach so. Aber es passiert, die Frettchen werden nicht kastriert, werden ausgesetzt und somit entstehen dann leider die Hybriden. Ja. Ja. Und solche Tiere kann eben nicht jeder halten. Ja. Und ja, wir haben auch eine tragende Fliege aufgenommen, die dann eben, ja, uns dann drei, letztendlich dann sind drei überwiegend von 11. Mhm. Ja. Und schlimm. Die werden nicht alt. Ja, man denkt immer zum Ursprung, damit die Frettchen wieder alt werden. Das ist Blödsinn. Auch Hybriden werden nicht alt. Ja, würdest du sagen, dass Frettchenhilfe und das, was du hier leistest, eine Familienarbeit ist, wenn ich das so sehe? Ja. Also da sitzen ohne Hunde, sind ja auch nicht deine, ne? Nein, die sind zur Pflege und Betreuung. Nur für 14 Tage eigentlich. Ja. Wir wollen mal gucken. Ja, also ohne Familie und Freunde muss ich sagen, würde das nicht gehen. Mhm. Ja, also wenn ich nicht da bin, ist man ganz, oder ich nehme auch mal Urlaub, ich brauche einfach auch mal Urlaub, gerade wenn ich die Tiere begleite, da haben wir Rituale, ne, dass ich dann eben wirklich eine Stunde danach nur für mich habe, ja, auch ich muss Abschied nehmen, egal wie lange sie hier waren, und auch ich brauche mal Urlaub und mein Großer passt dann auch, ja, also das ist einfach Spitze, ne? Ohne den geht es nicht. Er ist zwar nicht so, dass er unbedingt jetzt den ganzen Tag hier sitzen würde, knurren würde wie er oder da schlafen würde bei den Frettchen, aber er füttert sie, er macht dann sauber. Wenn was ist, hat er immer unsere Pflegestellen, die Telefonnummern.
Ja, da ist er immer bereit, dass er den anruft. Würde er auch machen. Oder unsere Tierärztin, die ist auch immer zu erreichen. Ja, das ist hier der Seniorenbereich und eben halt der Hospizbereich von den Frettchen Villa Sternglanz, die hier in Alfeld letztendlich versorgt werden bis zum Lebensende. Und das ist eine schöne Institution, denn wo können Frettchen in Ruhe und eben halt entspannt auch entschlafen. So, du darfst beginnen. Wo sind wir denn hier, liebe Carmen? Ja, hier sind wir in unserem Hospizbereich. Hier sind im Moment 10 unserer Hospizbewohner. Wie man sieht, sie liegen überall verteilt, kuscheln. Hier kommen sie, das ist der extra abgesperrte Bereich, wo sie nur reinkommen, wenn ich nicht zu Hause bin. Oder eben des Abends, dann zum Schlafen, wenn ich schlafen gehe. Damit nicht doch mal durch Zufall eins abhaut, wenn die Tür aufgeht oder so. Es passiert ja dann doch mal, gerade wenn Kinder im Haus sind. Ja, zu den Senioren, wie man sieht, ne, ist nicht immer alles perfekt. Alte und Kranke ist auch nicht immer so einfach zu pflegen und zu begleiten bis zum Ende. Das kann auch nicht jeder. Das ist auch ja, verständlich. Es ist viel Zeitaufwand, viel Arbeit damit verbunden. Und hier zum Beispiel ist unser Tetris. Tetris. Nee, Tetris. Tetris ist gekommen mit seinem Kumpel, der verstorben ist, der war ganz dolle krank. Und da haben die Besitzer beschlossen, dass sie beide hierher kommen, sodass er dann nicht allein ist und sich schon an die Neuen gewöhnt. Nee, Tetris? Jo. Jo. Also Vergesellschaftung bei Senioren finde ich nicht unbedingt ein Problem. Sie sind einfach nur, wie man sieht, dankbar. Manchmal zicken sich gegenseitig an. Das machen ältere Ehepaare auch. Aber ansonsten sind sie einfach froh und dankbar. Ja, liebe Carmen, was macht denn eigentlich unsere Frettchenhilfe so besonders? Frettchen Villa Sternenglanz. Gibt es noch mehrere Seniorenheime für Frettchen und Hospizplätze für Frettchen in Deutschland oder ist das hier was Besonderes? Wir waren die einzigen erst und wir arbeiten ja auch mit anderen Frettchenhilfen zusammen. Und da haben wir dann gemerkt, auch Bärbel hat sehr viele von den alten Frettchen, sehr viele alte Senioren, so hat sie auch ein Hospiz. Also einmal hat die Bärbel in Bayern ein Hospiz, wir haben ein Hospiz, einen Endplatz. Ja, es ist eigentlich sehr schade, es gibt nicht mehr viele Hilfen, es sind insgesamt noch 6 aktive Hilfen, die es noch gibt in ganz Deutschland, also wirklich Tierheime nur für Frettchen. Und du isst gerade deine Maus. Und da muss man sich das natürlich teilen. Es geht Hand in Hand wirklich gut mit den meisten Frettchenhilfen. Ja, aber wie gesagt, man ist dann, hat dann wirklich zu tun. Am Anfang habe ich immer alte Kranke gehabt und auch ein Herz dafür gehabt, was viele nicht verstanden haben. Dann wurde es falsch aufgenommen. Die sterben ja alle bei der Korge. Und somit haben wir dann den Verein gegründet. So ist das auch entstanden. Mhm. Und wenn ich jetzt ein krankes Tier zu Hause habe und mich damit ein wenig überfordert fühle, wie geht das denn so ab? Was kann ich mir da vorstellen? Wie läuft das? Ja, also man kann uns kontaktieren, man kann uns anrufen oder schreiben, eine E-Mail schreiben. Dann telefoniert man meistens, versucht die Situation zu erklären, versucht auch zu verstehen, auch die Besitzer. Den Besitzern geht es ja auch nicht gut mit der Entscheidung. Mhm. Irgendwann ist einfach so, wenn man eine Rudel hat und Rudeltiere hat, irgendwann, wenn man aufhören möchte, es bleibt eins über. Unabdingbar, was dann, was macht man dann mit denen? Mhm. Und dafür sind wir dann eben da, dass wir beraten, wenn es eben nicht unbedingt kompatibel mit anderen war, dass wir dann sagen, manchmal ist es besser, die letzten Tage einfach wirklich zu Hause zu bleiben, ja, es dann wirklich alleine zu halten, ja, auch die letzten Tage, oder eben uns zu bringen, wenn sie dann eben auch noch aktiv sind, so dass sie zumindest das Kuscheln gerne mögen.
dann bringt man sie uns, dann wird es im Vertrag alles festgelegt. Mhm. Die Besitzer bleiben Eigentümer, nur das Besitzrecht geht an uns über, sodass wir auch zum Tierarzt dürfen im Notfall. Das wird alles vertraglich festgelegt und dafür zahlen dann eben Pflegekosten 50 Euro im Monat für Futter und Streu, alles zusammen. Ja, und dann haben Sie hier einen Platz bis zum Lebensende. Genau, hier bleiben Sie wirklich bis zum Schluss. Ja. Und auch das wird vertraglich festgelegt, was passiert danach, wenn Sie verstorben sind. Manche möchten Sie abholen, was auch verständlich ist, dass Sie dann bei sich beerdigen möchten. Manche sagen, nö, wir möchten das nicht, lieber einäschern. Dann sind die Entscheidung, entweder geht die Asche direkt zu denen wieder nach Hause, wird sie nach Hause geschickt, oder wir machen das, begraben wir dann die Asche dann hier im Garten. Oh, das schauen wir uns im Verlauf an. Hier sind wir jetzt an der Stelle, wo ich unsere Hospizbewohner, wo sie ihre letzte Ruhestätte finden können. Deswegen habe ich auch Vergissmeinnicht von meinem Großvater vor 2 Jahren bekommen. Das war die letzte Pflanze, die er mir geschenkt hat. Das ist irgendwie ein Symbol. Ich hatte sie erst im Vorgarten und habe sie jetzt hierhin gepflanzt. Hier kommen alle rein, wo die Besitzer sie nicht wieder haben möchten. Ich lasse sie dann einäschern und hier kommt dann die Asche. Ich habe auch extra Eulen. Eulen haben eine besondere Bedeutung für uns, weil wir, es gibt so eine schöne Geschichte, es hat jemand eine schöne Geschichte geschrieben, es geht um Frau Eule. Frau Eule begleitet die Frettchen über die, zur Regenbogenbrücke und das fand ich ganz toll. Und deswegen stehen hier auch Eulen, die immer unsere schlafenden Kinder bewachen. Mein Gott, was ist denn hier los? Ja, das ist unsere eigene Gruppe. Also durch das Rohr gehen sie dann ins Außengehege, ja, sodass sie sich wirklich überlegen können, wollen wir drin oder draußen? Ja. Gerade bei der Wärme im Sommer sind sie denn des Abends oder den ganzen Tag hier drin, des Abends nur draußen, weil sie sind ja nun wirklich hitzeempfindlich. Ja, was man auch schön erkennen kann, dass Frettchen ja bodennahe Tiere sind. Und hier stehen jetzt keine großen Kratzbäume, nein, wo sie hochkrabbeln können. Nein. Und selbst dieser Schrank hier, ja, ist ja auch mit Etagen versehen und da kann man nicht rauspurzeln und runterfallen. Von daher kann man mal auch sich ein bisschen was abgucken, wenn man mal eigene Frettchen haben möchte, dass der Bodenbereich eigentlich völlig ausreicht. Und da geht ein Frettchen brav aufs Klo. Ja. Oha. Sie gehen auch mal aufs Klo. 80%, der gehört zu den 80%. Also durch hier sind sie schon 90%, aber das ist im Training. Ne? Ja. Also muss ich sagen, mein Kleiner, ne, wie man ja sieht, er geht da voll auf und trainiert mit Klotraining, als wir die als Welpen gekriegt haben, damit sie nicht zwicken, also zwicken schon, aber nicht beißen beim Spielen. Das hat er schon. Wie geht denn Toilettentraining? Kannst du da mal so 2, 3 Tipps abgeben? Sobald die aufstehen und also immer in Nähe von einer Kuscheldecke oder was auch immer im Katzenklo. Ja. Und sobald sie aufstehen, gleich reinsitzen ins Klo. Mhm. Und wenn sie sich in die Ecke begeben, den Hintern hochheben, gleich dann weiß man ein, auch schon. Gleich rückwärts einparken, ja, gleich packen ins Klo, dann belohnen. Ja. Und dann klappt das eigentlich auch. Aber nicht immer. Mhm. Wie gesagt, Frettchen werden nie 100% sturmrein. Ja, super. Also die werden nie 100% stubenrein. Aber das sieht doch schon mal ganz prima aus. Ja. Da haben die ja fleißig geübt, die Frettchen hier. Ja. Und kann ich mir jetzt hier von diesen Frettchen ein paar aussuchen, nein, oder wie geht das? Also das sind meine eigenen, da gibt es keine, aber die Quarantäne. Und Pablo? Pablo, wo ist der eigentlich? Das ist doch mein Frettchen. Weiß doch, Pablo, der war mein. Das, was? Meiner. Nee, den habe ich mir aber doch gerade ausgesucht. Nee. Hier gibt es kein Ross. Keins? Nein. Oh, schade. Auch das sind, wie Findus, sind Fundstiere, alles Nottiere. Ja. Von Tierrettung Rhein-Neckar ist die Selket gekommen. Einer ist aus der Beschlagnahmung. Aber jetzt bin ich doch hier und will mir ein Frettchen aussuchen. Wie geht denn das? Das geht nur, also wenn wir Abgabetiere haben, die, ja, sind dann in der Quarantäne. Da? Genau. Sollen wir da mal rüber gucken? Ja. Darf ich da mal rüber gucken? Da darfst du mal rüber gucken, da selbstverständlich. Ach, ja. Hier ist schon wieder ein Bereich. Ja. Genau, und das ist unsere Quarantäne. Aha, die sind verpennt. Genau, und das ist auch die Größe, die Mindestvoraussetzung ist, die Frettchen immer haben müssen. Deswegen auch die Quarantäne, für 2 Stück eigentlich. Ja. Natürlich Tierheimrichtlinien sind, ja, anders. Ja, da kann man auch mal 4, es ist ja nur vorübergehend. Da sind ja mal plötzlich so ein paar Tiere vor der Haustür, ne? Genau, ne? Und das sind die Quarantäne. Und hier kommen sie rein und es ist wichtig eben, dass man eben mit Stuhlproben und wirklich
abgeschottet von allen anderen mit Schuhwechsel, dass man extra das Streu alles separiert. Ja, und gewisse Hygienerichtlinien muss man ja ganz hier wichtig. Immer einhalten. Ganz wichtig, ja. Das wird immer leider sehr unterschätzt, gerade bei Fundtieren. Auch ich habe was gefunden, packe ich in meine Gruppe. Und ja, hier kommen sie rein, dann werden sie kastriert, geimpft und gechippt. Und auch erst dann, wenn die Zeit rum ist, dann gehen sie in Vermittlung. Ja, aber hier ist ganz schön tote Hose. Ich gehe da nochmal lieber rüber, Carmen. Guck mal, da ist ein bisschen was mehr los. Oh, Mops steht hier auch noch. Ja, das sind so die Wusels, die Carmen hier so hat. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mir das alles so angucken durfte. Gerne. Natürlich war ich heute nicht das erste Mal hier. Nein. Aber ein Moderator muss es ja geben. Hast ja selbst 4 Abgabis von mir. Ja, stimmt. Ich habe mir selber welche aussuchen dürfen. Nicht aus diesem Bereich, nein, aus dem Bereich. Wenn ihr wollt, könnt ihr Fritz und Fiete haben. Ja, ich nehme ja heute welche mit in die Frettchenhilfe Bremen, weil da nämlich auch ein paar Interessenten sind, die in Bremen Frettchen haben möchten. Was kostet das, was muss man denn so hinlegen für so ein Frettchen? Kannst du da nochmal was zu sagen? Es kommt darauf an. Normalerweise Schutzgebühr, wenn sie kastriert, geimpft und gechippt sind, nehmen wir 150 Euro an Schutzgebühr. Es ist eine Vermittlungsgebühr, keine Schutzgebühr. Wir haben Vermittlungsverträge, keine Schutzverträge. Weil wir haben die extra vom Anwalt aufsetzen lassen. Mhm. Weil Schutzverträge sind da. Das deutsche Tierschutzgesetz ist sehr schwammig. Ja. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, ob ich nur 2 nehme oder ob ich dann eine ganze Gruppe nehme. Manche sagen auch, ich nehme eine 4er-Gruppe. Dann kommt auch das Alter drauf an. Ja, dann kann das mal ein bisschen variieren, ne? Ja, aber gut. Im Grunde sagen wir 150 Euro pro Tier. Okay, 150. Ja, nun klingel ich hier an der Tür und sage, Carmen, ach Mensch, ich weiß, du hast hier ein Tierheim für Frettchen. Darf ich mir welche aussuchen? Geht das so? Und dann nehme ich sie mit? Nee. Also, wie? Ich will die doch aber haben. Ja, das ist ja schön. Das wollen viele. Also, wenn wir mal schnell haben wollen, die landen dann immer bei uns wieder. Ja. Ne? Also, das machen wir nicht. Es werden vorher Gespräche geführt, es werden Vorkontrollen gemacht, es werden Nachkontrollen gemacht. Wir bleiben immer mit den Besitzern in Kontakt. Das ist uns ganz wichtig. Die werden auch bei Tasso registriert auf unseren Verein und die bleiben auch bei uns im Verein registriert bei Tasso. Man kann den Leuten leider nur vor den Kopf gucken. Nee. Und wir haben nicht nur gute Sachen, auch viele schlechte Sachen erlebt. So, dass wir gesagt haben, die werden bei Tasso auch uns registriert. Dann finden Gespräche, Telefonate statt, dann kommt man hierher. Man muss sich die Zeit nehmen. Ich möchte dann gucken, selber persönlich sehen, wie sie mit dem Frettchen klarkommen. Wenn sie schon welche haben, dann gucken wir, ob das hier funktioniert, die Vergesellschaftung. Das wird hier gemacht, in der Quarantäne. Ja. Und wenn das hier schon nicht funktioniert, dann breche ich das auch ab. Ja. Und auch wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wie Ernährung, ja, wenn man sagt, hoch, ich bin vegan, ich möchte vegan ernähren, ja. No way. Carmen, muss das so sein? Ja, das muss so sein. Also, warum? Wer leider Mäuse und Futtertiere nicht füttern kann, der soll sich keine Frettchen anschaffen. Und was glaubst du, wie lange du für diese Mäuse brauchst, für deine Tiere? Bei 25 Stück, ja, also wir füttern 3-mal die Woche Mäuse, ohne die anderen Futtertiere, die wir noch zusätzlich füttern. Ja. Denke ich mal, kommen sie 2 Monate mit hin. Ah ja. Ja. So, nochmal einen kurzen Blick. Also das ist das, was Frettchen auch gerne fressen. Und man muss dazu sagen, dass eine Maus alle Nährstoffe, Kalzium und sowas beinhaltet, dass man, wenn man Futtertiere füttert, auch gar nicht sublimieren muss. Nein. Ne? Das ist eigentlich pure Natur und das ist das, was Frettchen am liebsten auch fressen. Ja, da muss man sich bei Frettchen schon ziemlich im Vorfeld auch gut informieren, was sie denn eigentlich so fressen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen in diesem Video. Auch den Pflegebereich haben wir noch nicht besprochen, wie viel Pflegeaufwand so ein Frettchen beinhaltet und wie so die Ausrüstungskosten so sind. Aber das würde das Video auch sprengen. Ja. Und vielleicht machen wir ja nochmal eins, Carmen. Genau. Was sagst du dazu? Na, selbstverständlich. Ja. Du bist herzlich willkommen. Ja, dann danke ich für deine Einladung und werde mich... Was ich aber noch sagen möchte, also ich habe das hier jahrelang allein gemacht und ich bin mächtig stolz darauf, dass ich ganz viele Pflegestellen habe, die einen wirklich unterstützen. Am Anfang hatte ich da sehr große Bedenken mit, dass wirklich die Arbeit abzugeben, auch mal aufzuteilen. Aber das ist so ein tolles Team, ja, dass man da wirklich beruhigt ist, dass man da viel, also Hand in Hand und man schafft viel mehr gemeinsam. Wirklich gemeinsam, ja, für die Tiere da ist.
Ja, dann sprechen wir für uns als Pflegestellen. Vielen Dank für das Vertrauen und Zutrauen. Und ich glaube, gemeinsam lässt sich der gesamte Stress auch insgesamt reduzieren. Und wir müssen ja auch an uns denken, an unsere Gesundheit. Denn Tierschutz ist harte Arbeit, das mag man gar nicht glauben. Aber da investiert man doch ganz schön viel Zeit. Ich habe Findus einen Zahn gezogen. Was? Oh Gott, ich mache das Video jetzt aus. Liebe Carmen, ich möchte mich bei dir nochmal herzlich bedanken für diesen wunderbaren Nachmittag, für den Besuch in der Frettchenvilla Sternenglanz in Ahlfeld, der Hauptzentrale. Ja, ich bin wieder zurück in Bremen, wo ich ja auch meine Frettchenhilfe hier in Bremen habe und ja auch eine Pflegestelle bin von der Carmen Korger. Ja, Tierschutz ist keine Ein-Mann-Show, sondern da muss man schon als Team gut zusammenarbeiten und gemeinsam auch agieren. Ja, die Frettchenvilla Sternenglanz hat viele Pflegestellen. Was heißt viel? Viel ist ja so nichtssagend. Ich zähle mal eben durch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Pflegestellen und sind deutschlandweit vertreten. Von Norddeutschland, Hamburg bis Mitteldeutschland und auch der Osten wie Dessau ist vertreten. Das heißt also, wenn du dich interessierst für Frettchen und vielleicht auch Frettchen halten möchtest, stehen wir gerne für dich zur Verfügung, beraten dich, wir leiten dich an, wir geben Hilfestellung. Aber sollte es vielleicht auch mal nicht so gut laufen mit deinen Frettchen und aus unerklärlichen Gründen, warum auch immer, du dich von deinem Frettchen verabschieden möchtest, stehen wir natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite und übernehmen das Tier und würden dann ein für immer zu Hause suchen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch bis dahin alles Gute.